Ja, hallo, der Matthias ist wieder hier und ich freue mich, dass du dir mein Video anschaust. Ich bin heute wieder einmal hier an der Nordsee unterwegs mit der Mavic Air 2. Die folgt mir wieder mit Active Track und mit der Osmo Pocket, mit der Osmo Pocket 1. Heute ist ja der große Tag, an dem DJI die Osmo Pocket 2 vorstellen wird. Und da bin ich schon sehr gespannt. In ein paar Stunden geht das los, das Event. Und ich denke mal, ich werde sie dann auch ziemlich bald ordern. Denn das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen, die neue Osmo Pocket 2. Wenn die rauskommt, dann möchte ich damit natürlich auch schon meine Erfahrungen sammeln und Aufnahmen für euch machen. Ich gehe dann mal etwas langsamer. Die Mavic Air 2 hat heute ein bisschen Formatprobleme, mir so richtig zu folgen, wobei ich das eigentlich kaum verstehen kann, weil das Feld ist hier total offen, ist halt am Deich, keine direkten Bäume. Und es laufen einige Spaziergänger hier rum, aber das hält sich eigentlich auch noch alles in Grenzen. Könnte ich mit denen auch die Mäuse bei uns im Rasen? Ich glaube, die lassen sich davon nicht beeindrucken, wirklich. Leider. Gucken, neugierig gucken und dann schieße ich von da oben diese Mäuse. Dafür ist das eigentlich nicht erfunden worden. Ja, das geht ja dann schon eher in die militärische Richtung dann. Ja, aber eventuell noch ertragen, oder? Aber interessanterweise, es gab jetzt einen Gerichtsbeschluss, dass es erlaubt ist, für Grundstückbesitzer solche Dinge abzuschießen, wenn die in ihr Grundstück praktisch eindringen. Sag ich jetzt. Das ist nicht. So weit. Da hatte einer eine Kamera runter und flog bei uns über die Halle. Mhm. Hab ich auch gedacht. Ja, das geht halt schon Richtung Betriebsspionage weit, ne? Aber ich habe wirklich überlegt, warum, ne? Ja. Was macht der da? Also so im öffentlichen Raum. Wenn man vorsichtig ist, klar, ne? Aber Privat- oder Betriebsgrundstücke sollte man schon meiden. Ne? Ja. Oder so halt, ne? Problem gelöst. Ja, danke gleiches. Ja, wie gesagt, heute wird die Osmo Pocket 2 von DJI vorgestellt. Schon sehr gespannt darauf. Um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht's los. Dieses Video werde ich dann sicherlich etwas später erst veröffentlichen, so dass ihr halt, wer sich dafür interessiert, die Informationen auch schon hat und eventuell sogar schon eine Vorbestellung dafür rausgegeben hat. Ja, und wie gesagt, habe ich heute erstmalig die Anamorphe Linse auf der Osmo Pocket 1 drauf. Probiere die mal aus. Bin schon sehr gespannt, wie das Ergebnis dann wird. Jo. Und jetzt lasse ich die Mavic Air 2 mal wieder rüberfliegen. Leider verändert sie dann immer schon selbstständig ihre Position. Sie schwenkt halt wahnsinnig weit dann zur Seite. Das ist mir ja auch schon am Bückeberg aufgefallen bei den Aufnahmen. Ja. Muss ich halt mal sehen, wie die sich am besten darauf vorbereiten lässt, dass sie die Einstellung so hinbekommt, wie ich mir das wünsche. Ja, und hier sind wir in Cuxhaven an der Grimmershörner Bucht. Es ist wirklich schön hier. Es sind jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viele Touristen unterwegs. Und dann will ich die Mavic Air 2 noch ein bisschen rumschwenken. Lassen wir sie mal einen kleinen Bogen um mich fliegen. Sieht eigentlich auch immer schön aus. Aber ich kann sie auch mal ein bisschen tiefer lotsen, dass noch mehr von dem Hintergrund drauf ist. Das funktioniert sehr gut. Genau. Und dann lasse ich sie mir jetzt wieder parallel ein bisschen folgen. Ja, die anamorphe Linse von Ulanzi, da hatte ich ja schon länger ein Auge drauf gehabt. Leider war sie dann eine ganze Zeit lang nicht lieferbar, war ausverkauft.
Und jetzt habe ich sie halt in China direkt über AliExpress bekommen und kann sie ausprobieren. Ich hoffe sehr, dass die ganzen Linsen und Filter der Osmo 1 dann auch mit der Osmo 2 funktionieren, damit ich die weiter benutzen kann. Auf dem ersten Foto, was es gegeben hat, sah das schon ziemlich so danach aus, da die Größe ungefähr gleich kam. Das Einzige, was mich ein bisschen verwirrt hat, war, dass vom Kameragehäuse her eine kleine Lippe, so ein kleiner Spalt nach vorne geht und dass es dadurch so scheint, als ob die Filter nicht mehr so gut drauf passen. Es kann sein, dass dann neue Filter entwickelt werden, aber das bleibt halt noch abzuwarten. Ja, und die neue Osmo Pocket, die Osmo Pocket 2, die halt heute vorgestellt wird von DJI, da hoffe ich mir doch einiges an interessanten Neuerungen bei. Als erstes würde ich mir wünschen, dass sie einen 1-Zoll-Sensor, einen kompletten 1-Zoll-Sensor hat diesmal, nicht nur einen halben. Das würde sich sehr positiv auswirken auf die Bildqualität und das Bildrauschen, gerade unter nicht so günstigen Lichtverhältnissen. Das wäre schon eine tolle Sache. Und des Weiteren, dass die Akkulaufzeit gesteigert wird. Das wäre super, da der Akku nicht austauschbar ist. Also ich denke mal, dass er wieder nicht austauschbar sein wird. Und deshalb wäre das natürlich nicht verkehrt. Und dann soll es ja auch noch so eine Art Händel dazu geben, wo vielleicht schon das Wireless-Modul drin verbaut ist und weitere Anschlussmöglichkeiten und vielleicht auch sogar dadurch die Akkukapazität signifikant erhöht wird. Ja. Die Osmo Pocket 1 war ja eigentlich meine erste neue Actioncam, die ich mir geholt habe, wobei es eigentlich ja gar keine richtige Actioncam ist in dem Sinne. Aber ich finde das halt faszinierend, das Konzept, dass sie das 3-Achsen-Gimbal integriert hat und dadurch nicht auf eine elektronische Bildstabilisierung angewiesen ist. Okay, was sagt der Akku von der Mavic 2? 46%, das ist immer noch sehr gut. Ja, und dann sind wir hier auch gleich bald in der Nähe der Kugelbarke. Da seht ihr sie. Ich werde dann hier mit der Osmo Pocket auch mal umschalten. So, dann könnt ihr sie hier auch sehen. Mit der anamorphen Linse von Ulanzi. Ich hoffe, dass das Bild richtig schön ist. Ein bisschen weitwinkliger. Was natürlich auch ganz toll aussieht bei diesen anamorphen Linsen, ist immer dieser Lensflare-Effekt, dieser blaue Strich, der durchs Bild geht. Aber da wir heute nicht so wirklich viel Sonne haben, glaube ich kaum, dass ich das hinkriege. Das werde ich dann in einem späteren Video nochmal nachholen, dass ich das nochmal ausführlich teste. Ja, Mavic Air 2 folgt. Sehr schön. Lasse ich sie jetzt nochmal ein bisschen zur Seite fliegen. Ja. Sehr gut. Einmal nochmal in meiner Frontposition. Gucken, wie das so hinzukriegen ist. Ja, das funktioniert wieder sehr gut. Nochmal die Osmo Pocket wieder umschalten.
in dieser Kombination macht das Vloggen natürlich auch echt viel Spaß, dass ich die Mavic Air 2 mit Active Track folgen lasse, dass ich diesen Kamerawinkel habe. Kugelbarke. Wir bleiben jetzt trotzdem mal hier oben, gehen hier oben weiter in diese Richtung. Ja, Kugelbarke im Hintergrund. Vor uns dann geht es nach Döse und Dunen. Hier zu meiner Linken ist das alte Fort Kugelbake aus dem Ersten Weltkrieg. Darüber werde ich dann vielleicht auch noch mal eine schöne Dokumentation machen. Ich hatte ja auch vor, das Fort Kugelbake mal mit unserem Freund dem Otter zu besichtigen von innen. Es gibt da Führungen. Da wollte ich eigentlich auch gerne mal ein Video drüber machen. Mal schauen, wenn er mal Zeit hat und gerade Führungen sind, dann werden wir das bestimmt mal angehen. Das ist, wie gesagt, einer der touristischen Hotspots hier, die Kugelbarke. Und dann kommt da hinten die Strandallee. Das sind wirklich so geil. Thank you.
So, und ich werde dann hier jetzt auch schon mal meine Abmoderation machen. Direkt an der Kugelbarke in Cuxhaven. Hat es gerade einen schweren Unfall gegeben. Ein Kind ist vom Fahrrad gefallen und halb den Deich runter. Das passiert halt manchmal hier. Und ja, erstmal möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr das Video wieder komplett angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Freue ich mich immer drüber, das wisst ihr ja. Und einen kleinen Kommentar könnt ihr auch schreiben. Lese ich immer gerne, antworte ich auch immer drauf. Ja, dann bleibt mir nur euch allen zu wünschen, dass ihr alle gesund bleiben mögt. Habt viel Spaß, unternehmt was Schönes mit euren Freunden und eurer Familie. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also bis dann, euer Matthias. Thank you.